Wieder mal geht es darum, die einen dazu zu zwingen, die einen dazu aufzuhetzen durch Gehirnwäsche, Propaganda, Massenmanipulation, Gehirnwäsche, Werbung, die einen dazu aufzuhetzen, die Ebene der Diskussion zu verlassen und in einem wütenden Volkszorne die anderen zum Konsum von Zyklon B, das heute vielleicht Imp B heißt, zu zwingen. Wir haben einen Riesenfehler gemacht. Wir haben behauptet, die Schuld sei der Faschismus. Dabei war es immer die Marktwirtschaft. Ja? Den Faschismus. Das ist nur ein Gespenst. Das gibt es gar nicht. Es war immer die Marktwirtschaft. Es war immer die Waffenindustrie, die Stahlindustrie. Wir sprechen ja genauer von der Waffensparte, der Stahlsparte und der Chemie-Pharma-Sparte, die damals einfach immer, wie immer in der Marktwirtschaft, zwangsläufig Wege suchten, mehr Waffen zu verkaufen, mehr Munition zu verkaufen, mehr Zyklon B zu verkaufen, mehr chemische Stoffe zu verkaufen. Und das war immer Marktwirtschaft. Also vergessen wir einfach diesen Irrweg der Verschleierung des Problems, dass man dem Faschismus als Gespenst in die Schuhe geschoben hat, was reine Marktwirtschaft war. Und was heute läuft, ist auch nur reine Marktwirtschaft. Die Waffenindustrie, die Waffensparte, Stahlsparte, chemische Pharmasparte, genehmigt sich einen kräftigen Schluck aus der Pulle und ihre erfolgreichste Werbekampagne, ihre Gehirnwäsche, Massenmanipulation, Propaganda, besteht daraus, dass es jetzt gelungen ist, wieder einen Volkszorn zu entfachen, der die Menschen bereit macht, hinzugehen, die Wohnungstüren der Juden einzutreten und sie herauszureißen und sie in die Gaskammern zu schicken und zum Konsum von Zyklon B zu zwingen. Das ist das oberste Ziel aller Marktwirtschaft, dass es einem gelingen möge, die einen aufzuhetzen, dazu, die anderen zu zwingen, zum Konsumieren. Wir haben das schon, sogar in unseren Schulen jetzt schon, ja? Dort wird sozusagen, sind die einen dazu aufgehetzt worden, eine Art Mode, Markenmode, Terror auf die anderen auszuüben, so nach dem Motto, ach, du Asozialer, du kannst dir wohl keine Markenklamotten von XY leisten. Auch dort geht es immer darum, die einen aufzuhetzen, die anderen unter Druck zu setzen, zu zwingen, Produkte zu konsumieren. In dem Falle nicht im P, im B, sondern auch nicht Zyklon B, sondern Kleidung C. Ja? Marke
Marke D. Ja? Nicht Zyklon B, nicht Imp B, sondern Marke C, Marke D. Ja? Das heißt, wenn wir ganz nüchtern strukturell untersuchen, dann ist das genau so. Ich zeige gerade mal, also hier unten rechts, das rundliche Ding anklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude. So, jetzt gucken wir doch mal. Na, was ist denn jetzt los? Falscher Knopf oder was? Oder muss ich nur draufklicken? So. Die Flyer der Partei des Gemeinwohls, das ist dann unsere einzige Rettung. Weltrat der Weisen, freie Argumentekultur. Partei des Gemeinwohls, ja. Gesellschaftstherapie, also unsere einzige Chance, ist die Gemeinwohlwirtschaft. Denn wie gesagt, es war gar nicht der Faschismus, es war immer nur die Marktwirtschaft. Ja, die von allen großen Parteien so hochgelobte Marktwirtschaft ist damals am Werke gewesen und heute am Werke. Ja, und hier bei den Sparten, die Waffen-, Stahl- und Chemie-Pharma-Sparten wollten Zyklon B verkaufen, also Vergasungsgifte für Gaskammern. Und Waffen verkaufen und deswegen wurden in irgendeiner Weise Manipulatoren unterstützt, Hitler, Goebbels und so weiter, die einen dazu aufhetzten und gestimmt machten, einen Volkszorn, eine Wut zu entwickeln auf die anderen, so dass die einen so aufgehetzt waren, dass sie die anderen bereit waren zu zwingen zum Konsum. Ja, die Deutschen waren so aufgehetzt, die Juden, deren Türen einzutreten und diese dann zu zwingen zum Konsum von Zyklon B in den Gaskammern. Und verdient hat die chemisch-pharmazeutische Industrie, die chemisch-pharmazeutische Sparte im Sinne der Diktatur der Sparten. Und die Stahl- und Waffensparten verdienten, indem die einen aufgehetzt wurden zu einem Volkszorn gegen die Polen, die Russen und die Franzosen und die Belgier und was auch immer. Und weswegen dann die Deutschen bereit waren, als Soldaten die anderen, die Bäuche der anderen, statt mit Mozartkugeln diesmal vollzuschlagen, mit Bleikugeln und mit Granatsplittern und Bombensplittern und so weiter. Und es verdiente die Waffensparte und die Stahlsparte, genauso wie eben die chemisch-pharmazeutische Sparte. Wir Menschen sind in dieser Marktwirtschaft nur das Vieh, das einer Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung unterzogen wird, durch die Kommunikatoren wie Hitler und Goebbels. Ja, Kommunikatoren sind so Leute wie Drosten, Bieler, Lauterbach, Hitler, Goebbels und so weiter. Das sind alles Menschen, die es gut meinen,
die ihre vorteilbringenden Irrtümer, hier steht es, hier vorteilbringenden Irrtümer, VIs glauben, dabei oft gar nicht merken, dass die parallelen Geldflüsse, dass also aus der Stahl-, Waffen- und pharmazeutisch-chemischen Industrie auch Geldflüsse in Richtung der Unis geflossen sind, der Wissenschaft geflossen sind, der Journalisten geflossen sind, der Spielfilmemacher, der Politiker und Parteien geflossen sind, oft merken diese Kommunikatoren gar nicht, dass dadurch Evolutionsprozesse entstanden sind, im Rahmen derer dann solche Menschen entstanden, die wirklich glauben, was sie sagen, nämlich die diese vorteilbringenden Irrtümer glauben, die quasi die Werbesprüche in dem Fall der chemisch-pharmazeutischen Sparten glauben, die Menschheit kann nicht leben, ohne dass alle ständig konsumieren und kaufen, für gegen teures Geld kaufen, regelmäßig kaufen, Imp B, das die neuen Wundermittel, ja, die Kategorie Imp B, Sie wissen, was ich meine. Und ja, insofern, ich lese erst einmal vor, was ich geschrieben habe. Also das ist die Kritzelei, die so wichtig ist. Ich zeige Ihnen noch die anderen Kritzeleien kurz. Wo sind die anderen Kritzeleien? Da können Sie selbst einfach die Diktatur der Sparten, da können Sie Ihre, die für Sie wichtigsten Sparten der Gesellschaft eintragen, die eben uns alle diktatorisch beherrschen. Und wie gesagt, die Idee, die viele Linke haben von der Diktatur der Konzerne, lenkt nur davon ab, dass diese Idee stammt teilweise aus den Sozialsparten, und das lenkt dann nur davon ab, dass die Sozialsparten, die Wohlfahrtssparten, die Weltsozialsparten, die NGOs die gefährlichsten Sparten der Diktatur der Sparten sind. Denn die hetzen uns dazu auf, dass wir eine Bevölkerung bekommen, die immer leistungsschwächer und damit nicht mehr konkurrenz- und wettbewerbsfähig in der Evolution der Staaten und in dem Wettbewerb der Staaten wird, sodass wir bedroht sind, kaputt zu gehen als Land sozusagen. Ja, da haben wir es nochmal. So, und jetzt lese ich einfach mal vor, was auch nach der gestrigen Sendung noch offen geblieben war, aber erst einmal noch. Immer noch wird diskutiert, die Leute, die versuchen, sich jetzt gegen die Leute diskutieren und reden auch davon, dass jetzt wieder ein neuer Faschismus herrsche. Nein, es ist falsch. Es war damals nicht der Faschismus, ist heute kein Faschismus, es war immer nur die Marktwirtschaft. Es war damals nur die Marktwirtschaft, und das mit dem Faschismus ist ein Verschleierungsbegriff. Der soll nur vertuschen, oder der vertuscht einfach nur, den Blick auf die Wahrheit zu bringen, dass die Marktwirtschaft Hitler groß gemacht hat, Goebbels groß gemacht hat und so weiter. Ja? Immer noch wird diskutiert, aber es geht in Marktwirtschaft nicht ums Diskutieren, sondern längst nur noch um Propaganda. Es geht um Propaganda, Gehirnwäsche, Massenmanipulation, Werbung. Es geht darum, die einen aufzuhetzen, die anderen zum Konsum von Produkten zu zwingen.
Dagegen hilft kein Diskutieren. Höchstens das darüber, dass die Marktwirtschaft immer so ist. Deswegen mache ich das jetzt. Ich wiederhole das jetzt, damit Sie anfangen zu ahnen, der Sie ja das Manipulationsopfer sind, der die Gehirngewaschenen sind, dass Sie anfangen zu ahnen, dass die Marktwirtschaft immer so ist und dass Sie gar kein Wissen haben, sondern nur Gehirnwäsche in sich haben. Sie laufen rum und halten ihr gewaschenes Gehirn für ein wissensgefülltes Gehirn. Sie haben aber gar kein Wissen da drin, sondern nur Gehirnwäsche da drin. Sie müssen das alles auskippen, wenn Sie also zum Beispiel auch zu unserem Kommunenplenum kommen, müssen Sie die Offenheit haben, dass wir das einfach mal alles rauswerfen und sagen, ich weiß, dass ich wirklich nichts weiß, weil ich in der Marktwirtschaft notwendig immer nur mit Gehirnwäsche angefüllt werde und mit vorteilbringenden Irrtümern, aber nicht mit Wahrheiten. Und eben, wir können nicht mehr tun, als darüber aufzuklären, dass im politischen Sinne, nur im staatlichen Sinne, nur Gemeinwohlwirtschaft uns retten kann und dass, wenn man sobald man in Kommunen die Ebene betritt von Tauschhandel, Markt und Ferntauschhandel, dann muss man zur Gemeinwohlwirtschaft kommen. Wenn nicht, kommt man wieder in die Falle der Marktwirtschaft und dann wiederholt sich immer das gleiche Spiel. Die Marktwirtschaft besteht daraus, Scheinargumente in vorteilbringende Irrtümer zu entwickeln, die die einen aufhetzen. Und jetzt habe ich immer wieder vergesse ich das zu sagen, deswegen mache ich es jetzt. Gestern wurde ein Mann gezeigt, ich glaube es war im ZDF, da wurde gezeigt, dass eine Frau sagte, hier, ich arbeite hier im Pflegeheim, am alten Pflegeheim, aber ich würde meinen Job kündigen oder aufgeben, wenn ich gezwungen würde, mich impfen zu lassen. Das heißt, ich würde gezwungen, obwohl ich dem Gesundheitswesen und damit dem chemisch-pharmazeutischen Spartenkomplex misstraue, weil ich Erfahrung damit habe und weiß, wie gefährlich er ist und wie schädlich er ist. Und weil ich ihm misstraue, würde ich dann eben aufhören, in diesem Bereich zu arbeiten. Und dann wurde ein anderer gezeigt, wie er dann sagte, ich bin so voll Wut und Zorn über diese Menschen, die so sind. Also für die Impfverweigerer und Ungeimpften, ja. Und das genau darum geht es. Damit macht das ZDF genau das Gleiche wie damals. Dieses Vorbild eines wütenden Mannes, eines zornigen Mannes, soll Sie als Bürger aufhetzen dazu, dass Sie die anderen so terrorisieren und mit Gewalt dazu zwingen, dass ein Volkszorn entsteht und die einen die anderen dazu zwingen zum Konsum von chemisch-pharmazeutischen Produkten. Wir haben sie hier ja spielerisch Imp-B statt Zyklon-B genannt. Aber es geht immer um das Gleiche. Die Marktwirtschaft besteht daraus, Scheinargumente bzw. vorteilbringende Irrtümer oder Rationalisierung oder parasitäre Memekiller, wie in das Geistes irrationale Kognitionen, zu entwickeln, also kurz vorteilbringende Irrtümer, zu entwickeln, die die einen aufhetzen, die anderen im Rahmen eines zornig und wütend Seins zu zwingen, auch konsumieren zu müssen, auch Zyklon B, Imp B konsumieren zu müssen. Nur argumentieren
gegen die Marktwirtschaft und für die Gemeinwohlwirtschaft kann da helfen. Aber gegen Hetze hilft kein Diskutieren. Ja, was wollen Sie mit jemandem diskutieren, der schon längst durch Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung aufgehetzt wurde, Ihnen nur noch als Wüterich zu begegnen, als Zürnender, Tobender zu begegnen, als Volkszorn zu begegnen. Da können Sie nicht mehr diskutieren, weil die anderen aufgehetzt wurden, die Ebene des Diskutierens zu verlassen. Und das ist die Mechanik. Und das ist nicht, wie gesagt, das war ein Riesenirrtum, davon Faschismus zu reden. Das ist die Dynamik der Marktwirtschaft. Das ist Marktwirtschaft. Das ist Kapitalismus, Marktwirtschaft oder egal wie Sie es nennen. Aber es ist immer nur Marktwirtschaft gewesen. Ne? Das ZDF hat also quasi Vorbilder von Wütenden gezeigt, ja, von diesem wütenden Mann, weil die anderen nicht konsumieren. Ja, das ist so ähnlich, wie wenn die einen die anderen über die anderen herziehen und sie lächerlich machen in der Schule, weil sie nicht die richtigen Marken konsumieren, weil sie nicht Imp C konsumieren, die Kleidungsmarke C konsumieren. Und in dem Fall geht's darum, weil die anderen nicht bereit sind, Imp B zu konsumieren. Ja? Immer das Gleiche. Aufhetzen zum Verlassen der Diskussionsebene, Richtung nur noch wüten gegen die Konsumverweigerer. Ja? Und damals wurden die Leute aufgehetzt, dass sie zustimmten oder bereit waren, selber die Türen von Juden einzutreten und sie zu zwingen, in die Gaskammern und dort Zyklon B zu konsumieren. Und heute werden die Menschen aufgehetzt dazu, dass sie die Türen der anderen eintreten und sie zwingen, Imp B zu konsumieren. Diese ganze Sendung hat nur das Ziel, dass sie anfangen, die Wahrheit zu ahnen, dass die Marktwirtschaft der große Menschheitszerstörer ist und nichts anderes. Vergessen Sie dieses Märchen vom Faschismus. Es war immer nur die Marktwirtschaft. Hitler und Goebbels und die Stahl- und Waffen- und chemische und Pharma-Sparten mit ihrem Zyklon B, das war nur eine Hochblüte der Marktwirtschaft, wo es der Marktwirtschaft zum letzten Mal im großen Stile gelungen war, die Menschenrechte auf körperliche Unversehrtheit zum letzten Mal völlig außer Kraft zu setzen und wie gesagt die einen aufzuhetzen, die anderen ohne Respektieren des Menschenrechts auf körperliche Unversehrtheit zu zwingen, Bleikugeln zu konsumieren, Zyklon B zu konsumieren und andere Produkte der Waffenstahl, chemisch-pharmazeutischen Sparten dieses großen militärisch-industriellen Komplexes zu konsumieren zu müssen. Ja? Und wir haben also einfach nur, dass es der Marktwirtschaft halt nicht immer durchgängig gelingt, die einen so weit aufzuhetzen, dass sie die Schwelle des Menschenrechts auf körperliche Unversehrtheit übertreten, und die anderen dazu zwingen, zum Konsumieren. Also das hatten wir damals, 1933 bis 1945 war das gelungen, und jetzt gelingt es gerade wieder. Ja? Nur ist es damals nicht. Damals war es Zyklon B
heute ist es Imp. Ja? Das ist der einzige Unterschied. Das heißt also, noch einmal dieses Bild hier. Die Marktwirtschaft versucht zu jeder Zeit alles, dass hier aus den Sparten und hier Waffen, Stahl, chemisch-pharmazeutische Sparten, da fließen die Geldscheine in Richtung Politik und Parteien, Spielfilmemacher, Journalisten und Universitäten. Und parallel dazu kann man sagen, fließen auch die vorteilbringenden Irrtümer der Waffen-, Stahl-, chemisch-pharmazeutischen Sparten letztendlich in die Gehirne, beziehungsweise in der Journalistensparte machen diejenigen am meisten Karriere, die schon in der Jugend schon Gläubige der vorteilbringenden Irrtümer der Waffen-, Stahl- und chemisch-pharmazeutischen Konzerne waren. Und genauso auch in den Parteien und so weiter. Und so haben wir, ich habe das ja selbst miterlebt, ja, die Grünen, die früher mal pharmakonzernkritisch waren. Und dann plötzlich erlebte ich bei der Grünen Jugend Köln die größten Fans der Pharmakonzerne. Ja, also das heißt, dieser Wechsel geschieht ganz schleichend. Ich war ganz entsetzt und ich konnte es gar nicht glauben, aber das war einfach vollzogen gewesen. Die grüne Jugend war nicht mehr eine kapitalismuskritische Jugend, sondern sie war eine marktwirtschaftshörige, pharmakonzernhörige Jugend geworden. Ja? Und da war nichts mehr zu machen. Das war verloren. Ja, ja, und ich lese weiter. Dieses Vorbilderzeigen von Wütenden, weil ja die anderen nicht zum Konsum bereit sind, ja, da wird ja gesprochen so von die Egoisten gegen die Solidarischen. Die Solidarischen müssen jetzt zornig werden und wütend werden auf die Egoisten. Ja, mit denen sind die Solidarischen dann nicht solidarisch. Ja, da sind dann plötzlich die Solidarischen unsolidarisch. Aber es geht nicht um Logik. Es geht nur ums Hetzen. Es geht um Hetze. Ja, aufhetzen. Aufhetzen zum Verlassen der Diskussionsebene Richtung nur noch Wüten gegen die Konsumverweigerer. Gegen diejenigen, die sich weigern, brav zu kaufen, was sie kaufen sollen, nämlich Imp B. Ja? Und die Juden, die hatten auch keine Lust, Zyklon B zu konsumieren. Aber die anderen wurden dazu aufgehetzt, die Juden zu zwingen zum Konsum zum Zyklon B. Also das heißt, die Marktwirtschaft wirkt immer darauf hin, dass nach Möglichkeit die Politiker, die Journalisten, die Unis und die Politiker zusammen mit den Spielfilmmachern, die einen dazu aufhetzen, dass sie hingehen und am besten mit Waffengewalt, die anderen dazu zwingen, dass am Ende alle konsumieren. Und das gelingt nicht immer. Das war zum letzten Mal im großen Stile gelungen, 1933 bis 1945. Und heute ist es kurz davor, dass es auch wieder gelingt. Wir sind schon bei einer Quote des Konsums von ca. 80% oder 70-80%. Und es geht jetzt darum, die einen so in einen Volkszornrausch zu bringen, dass sie die restlichen 30 auch noch am besten mit Waffengewalt dazu zwingen, auch noch Imp B zu konsumieren. Ja? Darum geht es. Das ist nur so dürfen wir die Welt verstehen. Alles andere ist Verharmlosung und Vertuschung und ist immer noch Komplizenschaft mit Kapitalismus und Marktwirtschaft und ist
nur Pseudo-Links sein. Also jeder, der ein echter Linker sein will, muss ganz klar sagen, wir müssen uns stellen gegen die Marktwirtschaft. Eigentlich müsste sich die Antifa umtaufen in Anti-Ma. In Antima. In die Antimarktwirtschafts. Antifa, antifaschistische so und so, ja. Und muss sich umbenennen in antimarktwirtschaftliche, wenn sie links sein wollte. Aber auch sie ist ja nach rechts gerückt. Die all diese Linken sind ja, ehemals Linken sind ja alle nach rechts gerückt, außer Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie, Sarah Wagenknecht von den Linken, und so weiter. Die Sarah Wagenknecht wird ja sicherlich bald rausgeschmissen werden, weil sie als letzte Linke die Leute ja an das Linkssein mahnt. Und das, dabei ist es doch so viel schöner, wie wenn man wie die Grünen unter der Hand nach rechts rückt und zum Marktwirtschaftsfreund wird, weil man dann ja auch von den Konzernen wunderbar beschenkt wird, ne? Also, noch einmal. Die Vorbilder von Wütenden werden im ZDF gezeigt, im Volksempfänger gezeigt, weil die anderen nicht konsumieren. Es werden Vorbilder gezeigt von Wütenden, die wütend seien, weil die anderen ja nicht konsumieren. Ja. Und es geht um die Aufhetzung zum Verlassen der Diskussionsebene Richtung nur noch Wüten gegen die Konsumverweigerer. Das Marktwirtschaftsziel zu allen Zeiten ist, die einen das Marktwirtschaftsziel ist ja eben, die einen wüten schon längst, transportieren hin zum Vergasen, während die anderen noch zu diskutieren versuchen. Marktwirtschaft zielt immer darauf ab, dass die Ebene des Diskutierens verlassen wird hin zur Ebene des Wütens und Zwingens hin zum Konsumieren. Und wie gesagt, dass die Schwelle des Menschenrechts auf körperliche Unversehrtheit dabei übertreten wird, ist gelungen 1933 bis 1945, ist bis jetzt bei allen Impfzwängen gelungen, ist gelungen, denn dann, wenn Eltern das Sorgerecht entzogen wird, und die Kinder gezwungen werden, chemische Produkte zu konsumieren, zum Beispiel, weil irgendein Arzt irgendwie die Diagnose Krebs gefällt hat oder so als Urteil. Und und jetzt wird diese Schwelle überschritten. Ja, das heißt also, immer wieder versucht die Marktwirtschaft, also wir sehen, es war nicht nur 1933 bis 1945, Es gab ja auch vorher schon Impfzwänge oder so etwas, und es gab ja auch schon den Zwang zur Chemotherapie bei Krebs für Kinder, in dem Sinne, dass den Eltern vorübergehend das Sorgerecht entzogen wurde, um die Kinder einer Zwangsbehandlung zuführen zu können, die natürlich gegen gutes Geld stattfand und nicht kostenlos war, so dass wir also immer wieder geht es in der Marktwirtschaft darum, die einen aufzuhetzen, dass sie mit Gewalt bis hin zu physischer Gewalt die anderen dazu zwingen, denn wenn sie sozusagen ihr Kind dann versuchten, sozusagen dieser Zwangschemotherapie zu entziehen, dann stellte sich ja die gesamte Staatsgewalt, ich erinnere mich noch an einen Filmbericht in Sat.1, der dann also sozusagen Eltern über Eltern hergezogen ist, die versuchten, ihr Kind dieser Zwangschemotherapie zu entziehen,
Natürlich haben die Eltern den Fehler gemacht, dann ihr Kind in die Hand dieses Scharlatans der germanischen Medizin, der Dr. Hamer, da ihre Lösung zu suchen. Das war natürlich der falsche Weg, weil das ist sicherlich natürlich ein Scharlatan und Quacksalber immer gewesen. Ich habe selbst mal einen seiner Originaltexte gelesen und das war ganz klar, das war ein Mensch, der nicht bis drei zählen konnte in wissenschaftlichen Dingen. Aber der Filmbericht bestand ja in erster Linie auch aus einer Hetze gegen die Eltern, die versuchten, ihr Kind vor der Gefährlichkeit einer Chemotherapie zu schützen. Und das war eben auch wieder der Versuch, eine Art Volkszorn zu erzeugen in den Zuschauern von Sat.1, sodass die dann sagen, ja, wir müssen solche Eltern mit Waffengewalt, im Zweifelsfall mit polizeilicher Gewalt dazu zwingen, müssen ihnen die Kinder entreißen und müssen die zwangsweise einer Chemotherapie unterziehen, also zum Konsum von Chemotherapeutika zwingen. Sie merken, es ist so, dass die Marktwirtschaft ständig daran ist, uns zu zwingen, uns aufzuhetzen, dass die einen die anderen mit Gewalt dazu zwingen, dass das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit überschritten wird und auch die zum Konsum gezwungen werden, die es gar nicht wollen, weil sie zutiefst diesen marktwirtschaftlichen chemischen Konzernen, chemisch-pharmazeutischen Konzernen misstrauen, ne? Wie allem in der Marktwirtschaft. Ne? Gut, Marktwirtschaft zielt also immer darauf ab, dass die Ebene des Diskutierens verlassen wird hin zur Ebene des Wütens und Zwingens hin zum Konsumieren. Von Zyklon B oder Imp B. Es verdient am Ende nur die chemische Industrie, die chemisch-pharmazeutische Sparte, die Waffensparte, die Stahlsparte und so weiter. Kommunen interessierten, auch in unserem Samstag, fehlt oft noch die Erkenntnis, dass alles, was sie für Wahrheit halten, den gleichen marktwirtschaftlichen Mechanismen entsprungene, vorteilbringende Irrtümer sein könnten. Also, darum geht es, das zu verstehen, dass das alles parallele Dinge sind. Dass das strukturell alles gleich ist. Ja, jetzt lese ich mal noch mal einiges andere vor hier, Kurznachrichten. Ja, wir generell müssen wir auch in unseren Samstalks versuchen, das ständige Ausweichen vor der Irrtumsfrage müssen wir versuchen zu beenden. Ja, und dann, wir müssten vielleicht so machen, 4 Minuten, 4 Minuten, 2 Personen zusammenlegen, dann mit Schachuhrmodus die Zeituhren so zu schalten, mit gleichzeitigem Doppelklick, so gleichzeitigem Klick, dass man sich gegenseitig unterbrechen darf und dann das eigene Redezeitkonto runterläuft. Und dann kann man die Leute fragen, zum Beispiel nach dem Tagesablauf und dann die Frage eben, ob sie schon rumlaufen und subjektiv attraktive Menschen fragen, was müsste in einer Gemeinschaft oder Kommune gelebt werden, damit sie für dich interessant oder attraktiv wäre, zum Beispiel vor Biomärkten, wo Schrot und Korn verteilt wird, wo es ja auch immer um Gemeinschaften geht, Biomärkte. Ja, was müsste in so einer Gemeinschaft gelebt werden, damit sie für dich interessant oder attraktiv wären, überhaupt mal darüber nachzudenken und darüber zu reden? Ja?
aufhören sollte in den Samstalks, wenn andere was sagen, was man nicht akzeptiert, wird einfach das Thema gewechselt. Ja. Wo ist der Irrtum beim anderen? Das muss immer die Suche sein. Ne? Sprecherwechsel bei der Unterhaltung. Ja, und immer wieder sagen, dieses Argument widerspricht aber deiner Sichtweise. Die Gesundheitssparten züchten Gendefekte heran. Gentherapie, da wurde gezeigt, da gibt es wohl eine Gentherapie, die ungefähr Größenordnung 2 Millionen Euro kostet, die Sie ja bezahlen, liebe Wählerinnen, anstatt dass man ganz jung mit Schmerzmitteln die solche Menschen palliativmedizinisch behandelt und sie ganz friedlich und völlig schmerzfrei einschlafen lässt, ohne Leiden, macht man eben ein Riesengeschäft daraus, indem man die Bevölkerung mit medizinethischen vorteilbringenden Irrtümern dazu durchmanipuliert und aufhetzt, dass sie bereit sind, quasi das völlig sinnlos. Denn was ist der Sinn dessen? Anstatt dass man ein kleines Kind, bei dem man bemerkt, aha, das hat diesen Gendefekt, in dem Fall war es der Gendefekt, das auf kleinste Spuren von Fett, Zunahme von Fett in der Nahrung, diese Kinder, diese Menschen mit Bauchspeicheldrüsenentzündung, mit schmerzhaftesten Bauchspeicheldrüsenentzündungen reagierten und also quasi ja wirklich einen echten Gendefekt haben in diesem Sinne. Denn ich glaube, es ist eine gewisse Verträglichkeit von Fetten, ist glaube ich schon eine eigentlich gesunde Eigenschaft für Menschen, auch jetzt unabhängig von unserer Marktwirtschaftsnahrung. Also ich gehe mal davon aus, dass es hier sich wirklich um einen echten Gendefekt handelt und nicht nur ein Problem unserer Nahrung. Ja? Denn ich glaube, dass auch in der Naturnahrung so viel Fette vorkommen, dass das also man wirklich als echten Gendefekt bezeichnen kann. Also darüber könnte man nochmal diskutieren, aber ich tue jetzt mal so, als hätten wir festgestellt, es handele sich wirklich um einen echten Gendefekt. Dann haben aber die vorteilbringenden Irrtümer der Marktwirtschaft es geschafft, Sie, liebe Wählerinnen, aufzuhetzen, dass sie bereit sind zu akzeptieren, dass auf ihre Kosten hier für jede Einzeltherapie 2 Millionen Euro gezahlt werden müssen aus ihrer Tasche heraus, um letztendlich diese Gendefekte zu züchten, damit sie möglichst immer häufiger werden und damit sie immer wieder diese 2 Millionen bezahlen müssen. Ja? Denn das ist ja der einzige Sinn dabei, denn dadurch, anstatt dass man so ein Kind, wenn es zum ersten Mal diese schmerzhaften Bauchspeicheldrüsenentzündung bekommt aufgrund von Fettkonsum, dass man dann Schmerzmittel gibt, sodass dieses Kind dann schmerzfrei einschlafen kann und damit dieser Gendefekt wieder von der Welt verschwindet, erlaubt hat man sie aufgehetzt durch die vorteilbringenden Irrtümer der Medizinethik, dass sie manipuliert wurden, liebe Wählerinnen, dass sie es akzeptieren, dass aus ihrer Tasche 2 Millionen Euro für diese Gentherapie verwendet werden, die für eine gewisse Zeit lang offensichtlich die Situation so verändert, dass diese Leute Fett konsumieren können, ohne diese schmerzhafte Bauchspeicheldrüsenentzündung zu bekommen. Und das heißt, dass sie damit, das hat den Sinn,
dass diese dann das gebärfähige Alter erreichen, dann selber wieder Kinder in die Welt setzen, die auch wieder diesen Gendefekt tragen. Und diese Therapie, das hat sich, wurde gesagt, das kann sein, dass diese Therapie mit den 2 Millionen Euro nochmal alle 5 Jahre wiederholt werden muss, weil es vielleicht ja so ist, dass vielleicht eben nicht alle Gene in allen Zellen verändert sind, sondern dass nur vorübergehend irgendwie so eine Änderung ist. Und dass dann, wenn dann irgendwie wieder die Ursprungszellen vielleicht wieder die Zellen so produzieren, wie sie, dass sich also die ursprünglichen, auch der Gendefekt wieder, der ursprüngliche Gendefekt irgendwie wieder durchsetzt. Und dann sind die 2 Millionen quasi verbraucht nach 5 Jahren und dann braucht es wieder die 2 Millionen Therapie, ja. Und so funktioniert die Marktwirtschaft, ja. Auch hier haben wir wieder die gleiche Struktur. Es geht darum, sie dazu aufzuhetzen durch Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung, Medizinethik, vorteilbringende Irrtümer, sozusagen so lange einer Gehirnwäsche zu unterziehen, bis sie es für normal halten, dass die Medizinsparte, die Gesundheitssparte, dass sie quasi der Gesundheitssparte erlauben, auf ihre Kosten Gendefekte heranzuzüchten, damit die, nachdem möglichst viele Menschen mit Gendefekten da sind, sie immer wieder gezwungen werden können, 2 Millionen Euro Therapien bezahlen zu müssen. Es ist immer die gleiche Logik. Sie merken, ich hoffe, Sie merken, dass da überhaupt kein Unterschied ist. Ist das immer das Gleiche wie beim Zwingen zum Konsumieren, die einen aufzuhetzen, die anderen zu zwingen zum Konsum von Zyklon B und Imp B und so weiter. Das ist immer das Gleiche. Immer das gleiche Spiel. Und bisher unverstanden, auch im Samstag, ist bisher noch, dass Bedürfnisse und Gier nur explodiert sind wegen Ferntauschhandel und der sexuellen Unterdrückung. Und dass daraufhin dann die Ersatzbefriedigungssüchte folgten. Also nochmal ganz kurz zur Erinnerung, ich habe das ja schon sehr oft beschrieben. Bedürfnisse und Gier sind ja nur explodiert, als damals die Ferntauschhändler hingingen und gegen die Sexualität gehetzt haben in den Kommunen. Dadurch fühlten sich die Männer nicht mehr sexuell befriedigt in den Konsum, in den Kommunen und wechselten dann hin, hörten auf, alles den Frauen und Kindern zu schenken, weil sie ja keine Liebe mehr im Gegenzug bekamen dafür. Und deswegen wechselten dann die Männer zu den Ersatzbefriedigungsdingen wie Machtsucht, Akkumulationssucht und so weiter, Tauschhändler, Erfolgssucht und so weiter. Und das ist, muss ich nochmal wiederholen, das hat man offensichtlich immer noch nicht verstanden, dass es diese Zusammenhänge sind, ja. Gut, Menschen, ja, und das war ja das Ende der letzten Sendung, Menschen, die irgendwann einmal vielleicht Viren tragen könnten, müssen sich in Zukunft zwangsdesinfizieren lassen. Also das erinnert mich auch wieder an Zyklon P, ja, also es ist ja so, dass jeder Mensch zu jeder Zeit Viren tragen könnte. Das ist ganz natürlich und menschlich. Jetzt werden die einen da wieder dazu aufgehetzt, dass sie sagen, da ja jeder Mensch mal Viren tragen könnte, ist er also ein potenzieller Schädiger aller anderen und deswegen müssen wir es jetzt alle gut finden, dass alle Menschen sich alle 3 Monate alle 4, 5, 6 Monate im Moment, alle 5 Monate, alle 4 Monate zwangsdesinfizieren lassen müssen. Es geht quasi, da ist so eine Illusion, wir Menschen wären nie Menschen geworden ohne Viren und ohne Bakterien. Viren und Bakterien, unser Mikrobiom
ist also ein wertvoller Bestandteil des menschlichen Lebens, aber die Gesundheitssparten haben ja den vorteilbringenden Irrtum im Kopf, dass sie glauben, dass der Mensch nur gut sein könne, ganz, wenn er frei, völlig frei von Viren und Bakterien sei, und deswegen müssen jetzt die einen wieder dazu aufgehetzt werden, die anderen zu zwingen dazu, dass sie mitlaufen und bereit sind, sich auch alle 4, 5, 6 Monate zwangsdesinfizieren zu lassen. Ja? So wie damals die Juden desinfiziert wurden mit Zyklon B in den Gaskammern. Es ging ja darum, zu duschen, glaube ich, und zum Desinfizieren und so weiter. Ja. Und jetzt, das ist auch wieder so. Und heute müssen die Menschen halt innerlich desinfiziert werden. Ne? Also, alle müssen sich ständig innerlich desinfizieren lassen. Ne? Und so mit ununterbrochen chemisch-pharmazeutische Produkte wie Zyklon B oder Imb konsumieren. Ne? Ich versuche immer wieder, weil ich denke, das ist für Sie immer noch ungewohnt, so naturwissenschaftlich zu denken, in völliger Parallelität all dieser Phänomene zu denken. Ja? Da kommt dann auch der übliche Spruch, ja, diese Vergleiche, dass man nicht vergleichen dürfe. Ja, aber eben der Punkt ist, wir dürfen immer Marktwirtschaft mit Marktwirtschaft vergleichen. Und Hitler und Goebbels und Stahl und Waffensparten und chemisch-pharmazeutische Sparten, das war Marktwirtschaft genau wie heute. Ne? Neue Leute kommen zur Kommune und meinen, im Besitz von Wahrheiten zu sein. Wir müssen sie fragen, ob sie bereit sind, die Gegenhypothese einzunehmen. Nein, das sind alles keine Wahrheiten, sondern alles vorteilbringende Irrtümer irgendwelcher Sparten der marktwirtschaftlichen Diktatur der Sparten, der marktwirtschaftlichen Diktatur der Sparten. Vorsicht, es gibt auch Kapitalismuskritiker, die aus den Sozialsparten stammen. Deshalb nur Konzerne kritisieren, aber nicht die Weltsozialsparten und Sozialsparten und Wohlfahrtssparten. Also Vorsicht, ja, es gibt auch pseudolinke Bewegungen, wo also Sozialspartler so Dinge formulieren wie Thilo Bode, Diktatur der Konzerne, was dann davon ablenkt, dass die gefährlichsten Sparten in der Diktatur der Sparten die Sozialsparten sind. Die sind eben noch gefährlicher als die chemisch-pharmazeutischen Sparten, die Gesundheitssparten, die Waffensparten, die Stahlsparten und die Nahrungssparten und so weiter. Die gefährlichsten von allen für das Überleben Deutschlands sind die Sozialsparten, die Weltsozialsparten, die NGOs, ja? Und genau darum geht's. Das habe ich auch lange nicht durchschaut, dass das Gerede von der Diktatur der Konzerne ja quasi eine Ablenkung davon ist, von der Gefährlichkeit der Sozialsparten. Deswegen ist dieser Schritt zum Begriff hin zur Diktatur der Sparten so wichtig. Die Sozialsparten, die NGOs, das sind die wahren Killer, denn die leben davon, dass sie arbeitsunfähige Menschen vermehren, so wie die Gesundheitssparten davon leben, dass sie Gendefekte züchten, dass sie kränkliche Menschen heranzüchten und vermehren und erhalten und Menschen in chronisch Kranke verwandeln und sie als chronisch Kranke festhalten. Genauso leben die Sozialsparten davon und die Weltsozialsparten, dass sie Hunger, Armut, Leiden und Arbeitsunfähigkeit erzeugen und begünstigen und festhalten, damit sie Kundschaft haben. Ne? Immer noch, ja, das war's soweit. Also, ich fasse zusammen. Ich bin jetzt nochmal wieder zurück auf dem Bild hier. Ja?
Also, damals, aber auch zwischendurch schon bei den Impfzwängen, bei immer dann, wenn Kinder den Eltern weggenommen werden, um sie einer Zwangschemotherapie unterziehen zu können und sie quasi zum Konsum von Produkten der chemisch-pharmazeutischen Sparten zu zwingen, immer dann wurde schon in der Marktwirtschaft immer wieder wird und wurde die Grenze des Menschenrechts auf körperliche Unversehrtheit mit Waffengewalt, mit Staatsgewalt überschritten, sodass immer die einen dazu aufgehetzt wurden, die anderen dazu zwingen, auch konsumieren zu müssen. Zyklon B konsumieren zu müssen und Imp B konsumieren zu müssen. Kleidungsmarken konsumieren zu müssen. Chemotherapien konsumieren zu müssen. Masernimpfungen konsumieren zu müssen und. Das Ganze ist nichts anderes als Marktwirtschaft. Und Gemeinwohlwirtschaft ist die Lösung, wo nur noch, wo gemessen wird, jeder, der etwas tut in der Gesellschaft, wird gemessen daran, wie verändert sich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Und nur wenn man da Positives bewirkt, kriegt man noch Verdienstzuschüsse, ansonsten geht man pleite. Und insofern heilt die Gemeinwohlwirtschaft all die Krankheiten, die Krankheit Marktwirtschaft. Also die Gemeinwohlwirtschaft heilt die Krankheit Marktwirtschaft, die weltweite Seuche Marktwirtschaft. Ja? So einfach ist das alles. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie man eben diese hier Krankheit heilt, wo ist es? Ja, da haben Sie hier die Partei des Gemeinwohls und dann haben Sie hier, zum Beispiel hier können Sie lesen, hier die Anekdote vom alten China, die Grundprinzipien der Gemeinwohlwirtschaft, die alles heilt, dann auch die Ernährungssparte, jeder Supermarktleiter bekommt Verdienstzuschüsse gemäß der Entwicklung von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter, Anwohner. Also lesen Sie das, ja, und da haben Sie eben die gesamten Informationen. Sie können das unten in der Infobox anklicken oder Sie googeln Partei des Gemeinwohls PDG. Wenn es Google nicht findet, haben Sie es in der Infobox unten. Und ja, und das ist es. Also ich hoffe, dass Sie eins nachvollziehen können. Vergessen Sie das Wort Faschismus. Es war immer nur die Marktwirtschaft und ist immer nur die Marktwirtschaft. Seit 400.000 Jahren ist die Geißel der Menschheit, die Seuche der Menschheit, die Marktwirtschaft, der Kapitalismus, sonst nichts. Es gibt nur eine Grundkrankheit, eine Ursache aller Ursachen und die heißt Marktwirtschaft. Und die hetzt die einen dazu auf, dass sie als im Rahmen eines Volkszorns, einer wütenden Volkszornmasse, die anderen dazu zwingen, dass am Ende die anderen Zyklon B konsumieren, Bleikugeln konsumieren, was auch immer konsumieren, auf jeden Fall das konsumiert wird und dass in Zukunft alle 3, 4, 5 Monate die ganze Welt, 8 Milliarden Menschen, zu 100% gegen gutes Geld konsumieren, dass sie innerlich desinfiziert werden, gegen Viren und Bakterien, die ein wichtiger Teil unseres gesunden Lebens sind, weil es ein Weg ist, Geld zu verdienen, aus keinem anderen Grunde, ja. Anstatt
unser Mikrobiom als wertvoll zu erachten, auch die Viren als wertvollen Teil unserer Evolution und unseres Lebens zu betrachten, werden sie als die zu auszurottenden, fantasiert in den Vorteil bringenden Irrtümern. Und wir werden aufgehetzt, dass wir alle uns gegenseitig dazu zwingen, mitzumachen, dass wir zustimmen, dass alle 3, 4 Monate, 5 Monate, 8 Milliarden Menschen zum Kauf gezwungen werden von innerlichen Desinfektionsmitteln. Ja, das war's. Tschüssi, bis bald.